So. Hallöchen. Es geht weiter mit Alien Isolation. Nebenbei wieder im Streamen. Und ich habe vergessen. Genau, da sind wir. Hergekommen aus dem Transit. Jetzt geht's hier weiter. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, denn jetzt kommen ein paar richtig fiese Stellen. Glaube ich, mich zu erinnern. Zumindest die eine weiß ich noch, die jetzt kommen wird. Weil ich da schon beim letzten Mal auf Nightmare festhing. Keyboard. Gab es irgendwas Schönes? So kurz vor dem Alien-Film. Alien Covenant. Ich nochmal hier ordentlich. Durchwummern. Und jetzt merke ich dann doch, dass die Frameraten wieder ganz schön in den Keller gehen. Aus irgendeinem Grund. Ich gucke mir das mal an. Nein, bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, zu der besagten Stelle, die wir gleich erleben werden. Das ist wahrscheinlich Trial and Error, vermute ich mal. Ich meine mich da zu erinnern, dass das nicht so gut war. Was kann ich denn alles herstellen? Guck mal da mal. Auf Nightmare habe ich ja logischerweise nicht so viele Sachen. Ich könnte die Lampe beim nächsten Mal durchladen. Wir haben 8 Schüsse im Revolver. Wir haben ein Medikit gefunden. Das heißt, ich muss jetzt erstmal keins machen. EMP-Mine brauchen wir nicht. Blendgranate. Im Zweifel wird es wohl ein Geräuschmacher sein. Wie viel können wir da machen? Können wir da mehr als eine machen? Holy shit, wir können mehr machen. Ich mache erstmal einen. Ich habe schon so viel Scheiße gefunden. Schon mehr Scheiße gefunden als beim letzten Mal. Rauchgranate brauche ich nicht. Da gibt es keinen Unterschied, glaube ich. Das ist natürlich auch zum Ablenken ganz cool. Die Frage ist, ist das Alien dagegen gefeilt oder nicht? Kann es mich durch den Rauch erkennen? Ich meine, prinzipiell hat das Alien eigentlich keine Augen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich lasse es erstmal so, denn ich als alter Sparfuchs. Weiß jetzt, was mich erwarten wird. Falls Sie etwas in unserem Transitdienst zu bemängeln haben, füllen Sie bitte eines der zur Verfügung gestellten Formulare aus. Keine Karte. Ich muss mich also immer auf meinen Drücker. Ich laufe so übrigens auch immer jeden Tag. Abgeschlossen. Hallo, ich bin's, die Mandy. Ob man da auch nochmal hinkommt, ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob man da irgendwann jemals hin... Da liegt aber irgendwas, was ist denn das? Kuckuck! Wieso schon gucken? Ist das ein Geist? Ist das ein Mensch? Ist das ein Alien? Immer noch so gut. Ich bin sehr gespannt auf, auf den neuen Kinofilm. Hey, Sie! Brauchen Sie Hilfe? Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment! Kommen Sie hoch! Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Ein Sensor. Kommt man da nicht rein? Na los! Drücken Sie nicht so rum! Halt die Gusche, Mann. Ja, ich merke, dass die Frameraten an bestimmten Stellen ganz schön in die Knie gehen. Das merkt man beim Spielen. Das sind tatsächlich 20 Frames oder so, vielleicht sogar weniger.
sehr unglücklich. Weiß tatsächlich nicht, woran es liegt. Meine alte Gurke hat das Spiel easy locker geschafft. Mein neuer Rechner schafft das Spiel nicht. Obwohl er locker alle super duper Spiele schafft. Aber Alien Isolation will ja partout nicht spielen. Das ist komisch. Dabei ist das Spiel eigentlich gar nicht so performance-lastig. Es gibt aber so ein paar Engstellen, wo dann vielleicht einfach... Was haben wir denn hier? Vergessen Sie die Tür. Die Marshals haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Ah, komm mal wieder runter, Kollege. Private Räume, private Räume. Rehabilitation-Klinik. Psychotrack. Okay. Die Psychiatrie haben sie hier. Die Ambulanz. Oh mein Gott. Ja, ganz schön ausgestattet, die Kollegen hier. Okay, da können wir nichts erkennen. Immer wieder in die Hocke. Oder auch nicht. Vielleicht gibt es hier noch was Schönes zu sehen, was zu finden. Ach, da ist der Lift, den ihr, der Lüftungsschacht, den er erwähnt hat, oder? Der muss ich ja vielleicht in die Richtung. Gibt es hier oben noch irgendwas? Hm. Okay. Ja, es sind immer Engstellen. Ich merk's gerade. Ich merk's immer beim Durchgehen. Wie die Frameraten da runter zu schießen. Bis gleich alle. Die Besuchszeiten sind von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Vielen Dank. Ja. Da muss man auch irgendwie reinkommen. Oder ist das alles hier nur... Ja, komm, hier kann man vielleicht rein, aber du nicht. Oh, oh. Was soll schon passieren? Ich bin Coleman. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichliche in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Oh ja, er sitzt nämlich im Rollstuhl und deswegen kann er uns nicht unterstützen. Er sitzt ganz klar im Rollstuhl. Oh Mann. Also man muss hier auch noch reinkommen, weil da nämlich eine Aufzeichnung ist. Ich frage mich nur wie, weil... Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da jemals einen Zugang gefunden habe. Aber ist echt schon Ewigkeiten her. Beinahe schon fast 2 Jahre.
Nee, Quatsch. Es sind sogar 3 Jahre her. Nee, wann kam Alien Isolation raus? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es sind noch nicht ganz 3 Jahre. 2014 kam es raus. Ich weiß aber nicht genau, in welchem Monat. Ja, ne? Na, guck mal auf die schlaue Uhr. Ich habe noch nicht genug Zeit vertrödelt. Ich bin schockiert. Da haben sie mich richtig dran bekommen. Hey, sag mal. Okay, ein kleines Mikro-Bisschen haben wir noch. Ja, schön. Ja. Überraschung, Überraschung. Mann, ey, diese Türen. Ich hab mich da nie dran gewöhnt. Karte für nichts aufgenommen. So, ab jetzt ist Mucksmäuschen still angesagt. Wir können auch ein paar Pornos anschauen, bevor es dann in die Hölle geht. Never Sleep Pills. Yay! Never Sleep Pills. Hotline. We're dealing with isolation. Humor ist der Weg, um keine Angst zu haben. Alles lustig finden. Oh Mann, ey, das wird so eine Scheiße werden. Es sind immer Türen. Ich glaube, es sind immer Türen, wo ich echt arge Probleme habe. Hier ist irgendwo ein Safe-Punkt. Da ist ein Rollstuhl, den sollten wir... Ah ne, ist kein Rollstuhl. Oh, der Rollstuhl der Zukunft. Aber hier vorne ist einer, den können wir auf jeden Fall Coolman ist cool mitbringen, weil er ja selber nichts machen kann. Da ist ein Safepoint. Gefahr ist nah. Hä? What? Moment mal, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen oder was? Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Oh nein. Hä? Da bin ich tatsächlich. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ist das derselbe Save Point? Was ist hier los? Warum? Weshalb? Wieso? Was machen wir überhaupt? Was ist passiert? Was ist geschehen? Das ist, glaube ich, nur eine Abkürzung, oder? Okay. Schön, dass wir das auch geklärt haben. Nochmal schnell auf die schlaue Uhr gucken, damit die YouTube-Folge nicht zu lang wird. Hallo, ich bin's, Mandy. Mandy Candy. Na los, also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Beiderseitiger Vorteil. Ich weiß jetzt zwar nicht, was... Ah gut, wir brauchen das, ja. Oh nein, mir geht die Düse. Wie die Lampe eigentlich schon alle ist, aber ich trotzdem immer noch Licht habe. Crazy shit. Sehen Sie weiter. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo die tragische Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Keine Sorge, die sind schon längst alle tot. Hier ist Lüftungsschacht. Boah! Frameraten Dropping aus der Hölle. Nein, nein, das ist der falsche Weg.
muss da hinten hin. Ist aber auch nichts hier. Boah, ist das übel, ey. Es ist morgen. Die Sonne steht hoch am Himmel über ihnen. Bald wird sie untergehen. Es folgen Sonnenuntergang, Nacht, tragische Fälle Sonnenaufgang. Weg. So weit weg vom Kosmos der Erde. Von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Da fängt der Geist an zu wandern. Tragische Fälle. Aber Morley hat zu viel Zeit mit ihnen verschwendet. Die hätten nie hierher kommen sollen. Niemand hätte je hierher kommen sollen. Hallo, ich wollte mir gerade diese Geschichte anhören. Da quatscht er mir einfach rein. Was geht denn bei dem? Ja, ne? Ein schöner neuer Morgen. Alles ist super. Dieser Ort war so vielversprechend, als ich hierher kam. Eine Tragödie. Eine Verschwendung meines Talents. Sag mal, sitzt der da mit einem Megafon? Oder warum muss der so schreien? Jetzt wollte ich gerade die Geschichte zu Ende hören und mit schöner Morgen und alles wird gut, aber hat dem Typen offenbar nicht geholfen. Denn der sieht mausetot aus. Oder wir können nochmal nachgucken. Ja, er ist tot. Okay. Da ist ein Schrank für Notfälle. Den merken wir uns mal. Ich weiß natürlich schon, was passiert. Oh, hier ist ein Radio. Das könnte man natürlich auch nutzen. Aber die Frage ist dann, wie komme ich hier wieder raus? Oder wir spielen mit dem Alien eine Runde Schach. Könnte ja auch vielleicht funktionieren. Mag es nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden? Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden, besonders angesichts der heiklen Lage auf der Station. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten gefährdet wird. Dies ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Coolman, Ende. It's Coolman! Wer schon in seinen Gesprächen oder Aufzeichnungen sagt, ich habe kein Problem, alles ist super, ich bin nicht tablettensüchtig oder brauche unbedingt irgendwelche Morphinstoffe, ich bin clean, der ist nicht clean. Der lügt, dass sich die Balken biegen und den kann man leider auch nicht helfen. Solche Leute müssen halt wirklich von alleine erst ganz tief unten angelangen und dann kann man ihnen vielleicht helfen. Vorher lassen die sich sowieso nichts sagen. Scheint bei dem genauso zu sein. Hier war irgendwo eine interessante Stelle, die ich mir gerne noch angucken möchte, bevor ich hier diese YouTube-Folge beende. Und zwar ging es um Ruckelhausen. Nein, darum ging es nicht. Shit, was war denn das? Bin ich irgendwo gegen gelaufen? Das hat sich ganz komisch... Ich hab einen Schuh verloren! Mandy, hast du noch alle Schuhe an? Goddammit! Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich nehme gerade alles vorweg, aber es tut mir leid an dieser Stelle. Wir wissen doch alle, was passieren wird. Ich werde einfach sterben. Kamerafeed bringt uns nichts. Wir können die Sprinkleranlage. Was bringt mir eigentlich die Sprinkleranlage? Warum sollte ich hier denn die Sprinkleranlage anmachen? Warum? Weshalb? Wieso? Wo ist das überhaupt? Ich bin jetzt hier drin, ne? Ich stehe genau links an der Seite, wo RW steht. Oder AW. Soll das ein R oder ein A sein? Es ist ein R, oder? RW? Ich weiß es nicht. Da ist die Kamera. Das ist die Sprinkleranlage. Warum ich die auch immer anmachen sollte? Ist das Alien gegen Wasser? Hat es da Probleme? Vielleicht möchtest du ja duschen. Wir wissen es ja nicht. Türzugriff? Hä, wo ist denn das?
Hä? Ist aktiv. Ach, ist das die Kammer, wo der Typ drin lag? Das kann natürlich sein, ne? Das ist diese kleine Kammer, wo der Typ drin liegt. Alarmsystem hier hinten. Boah, da komme ich doch niemals hin. Rechtzeitig. Das ist doch ein totaler Umweg. Ich könnte es versuchen. Das wäre tatsächlich eine Idee, dass ich mich hier hinschleiche, das Alarmsystem anmache. Das wäre eine Idee. Aufenthaltsraum. Hier ist auch eine Sprinkleranlage. Beleuchtung, Luftreinigung. Die Tür machen wir dazu. Das brauchen wir nicht. Ich kann in den Schacht reingehen, aber ich bin kein großer Freund von Schächten. Was macht denn die Sprinkleranlage? Ja, und was bringt mir das jetzt? Hä? Kann mir jemand mal bitte den Sinn von der Sprinkleranlage irgendwie erklären? Natürlich, der Sinn ist, Feuer zu löschen. Aber was soll man das jetzt hier bringen in meiner Situation? Irgendwie bringt mir das gar nichts. Also, wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Da liegt noch ein Typ. Natürlich. Das ist die Tür hier, ne? Die habe ich jetzt zugemacht. Ne, das ist nicht die Tür. Die, da hat jemand reingeschissen. Die Tür ist das. Die Tür ist das, glaube ich. Zugangscode benötigt. Aber die habe ich doch aufgehabt. Ich weiß nicht mal. Ne, die Tür muss ich rein. Ich weiß es nicht mehr. Es ist alles so schwierig hier. So, ich denke, wir gehen nochmal. Gehe ich nochmal. Ganz genau. Diesen Korridor entlang. Alter, der mit seinem Megafon. Das ist die Tür, oder? Ne, ist auch nicht die Tür. Da liegt noch Zeug drin und da geht's auch weiter. Was ist denn das da hinten? Das ist auf der anderen Seite der Tür. Was ist das Schlimme, wenn man das Spiel kurz vorher schon mal... Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Wenn man das Spiel kurz vorher schon mal gespielt hat, bis zu genau dieser Stelle, dann weiß man natürlich haargenau, was passieren wird. Und das macht es natürlich nicht einfach. Ich kann euch aber sagen, wenn ich diese Stelle geschafft habe, dann weiß ich nicht mehr so einfach Bescheid. Ich weiß noch, im Großen und Ganzen weiß ich noch, was auf mich zukommen wird. Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht, welche Level oder welche Abschnitte danach kommen. Das da habe ich überhaupt gar keinen Plan mehr. Was liegt denn da unten? Ach, das ist nur so ein Tablet. Hallo? Ich guck mal auf die Schlaue. Ich werde die Folge hier mal beenden.